Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 14 mit der Spielerkarriere und jo, es geht weiter. Beim letzten Mal haben wir den Tabellenführer hier abgeschossen. Ohne mein Wissen, also vor dem Spiel, wusste ich nicht, dass das der Tabellenführer ist. Ja, wir sehen hier, unsere Ziele haben wir gut erreicht. Mehr als das, was wir brauchten. Und zwar in allerlei Hinsicht. Und es geht weiter gegen Frankfurt, danach Bielefeld, Pauli und Bochum. Das sind, glaube ich, eher so die Leute, die im die Mannschaften, die im Mittelfeld unterwegs sind, oder? Bochum, Frankfurt sehe ich da schon. Sechster, siebter. Pauli ist auf der. Wo ist denn Pauli? Auf der 8. Und wen hatten wir noch? Bielefeld noch auf der 12. Also alles wirklich Mittelfeld. Da dürften wir nicht so große Probleme bekommen normalerweise. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt wieder volle Ausdauer haben. Glaube ich ja eher nicht dran. Bewölkt ist alles in Ordnung. Und dann spielen wir hier los. Ich denke mal, wir haben wieder nur 3/4 oder so von unserer Ausdauer. Ist ja irgendwie immer so. Meine Güte, getroffen. Den haben wir nicht getroffen. Da können wir das dann noch schon wieder abbrechen. Wenn ich hier mal alles nacheinander treffen sollte, dann mache ich vielleicht weiter, um das mal abzuschließen hier in dem Profil. Das ist ja noch mein Let's Play-Profil. Ich habe dann auch so ein privates Profil, da bin ich natürlich ein bisschen weiter, was den Quatsch hier angeht. Aber ist ja auch nicht wichtig. Das verbraucht nur ein wenig Zeit, die wir hier benötigen. Da kommt leider keiner ran und damit ist die Flanke dann auch missglückt, leider. Sonst wäre die ja ganz gut gekommen. Da standen ja drei Leute in der Mitte, aber leider haben wir keinen wirklich angespielt, sondern irgendwie genau in die Mitte gespielt. So, jetzt ja, muss ich mich mal wieder ein bisschen zusammenreißen hier, damit ich nicht wieder die ganze Zeit nach hinten laufe. Aber es scheint so, als ob wir am Anfang hier wirklich unsere volle Ausdauer hatten. Bin ich ja erfreut, dass das mal so ist. Ja, normalerweise haben wir ja so viel Ausdauer mittlerweile schon, dass wir das auch mal generell so haben könnten, also immer. So, wir haben unseren Pass hingespielt, aber er hat ihn nicht bekommen. So, den uneigennützigen Pass gespielt und das Tor, damit haben wir die Vorlage. Ramis macht es. Ja, das haben wir auch gut gemacht, finde ich. Also, beide Spieler hier zack rüber gespielt und er hat das Ding dann auch noch verwandelt ins rechte Eck. Ist auch nicht so selbstverständlich, aber hier 9. Minute, die Führung für 1860 München. Und ein weiterer Schritt in Richtung Tabellenspitze. Das dürfte ja momentan so ein bisschen die Ambition hier sein, wenn man das so nimmt. Nein. Ja, komm, Marin. Schieß rein. Oh, ich will extra nicht hier dieses "Ich befehle, dass du schießt" machen, weil meistens schießen sie dann nämlich schlechter, als sie es eigentlich machen würden. Schön, dass wir so viel Platz haben, aber irgendwie hat mir das nicht viel gebracht, ne? Ich wollte ja schon schießen, aber da kam noch nichts bei rum. Hm. Gut, müssen wir schauen. Beim nächsten Mal das Ganze besser zu machen. Tja, das war's damit. Und wir kriegen den Ball wieder nicht. Geht nicht ins Aus. Das heißt, wir müssen dranbleiben. Mach was, komm, spiel rüber hier. Ja, erstmal müssen wir natürlich den Ball dafür kriegen. Noch ist es nicht der Fall. So, komm. Ran, Mädel. Wir laufen hier nur an der Linie lang. Boah, das war ein Foul. Foulter unseren Mitspieler. Aber leider hat er nicht den Ball gehabt und deswegen sieht der Schiedsrichter das nicht. Der war richtig gut, der Pass. Genau auf Mann gespielt, so muss es kommen. Auch gut behauptet hier von unserem Mitspieler. Der Nummer 16. Ich weiß nicht, ist das Adlung? Die Nummern kenne ich nicht und vom Aussehen her kann ich mich da auch nicht großartig orientieren. Das ist immer das Problem bei... Also das heißt ein Problem. Aber wenn ich jetzt hier so die Spielerkarriere spiele, dann kann ich nicht so großartig sagen, ja, jetzt ist der dran, jetzt ist der dran. Das sehe ich halt nur bei Mannschaften, die ich wirklich kenne. Und ja, 1860 gehört jetzt nicht unbedingt dazu. Also da kenne ich die Spieler nicht so gut, dass ich sie vom Aussehen her hier identifizieren kann. Ja, super Pass ins Nix. Komm, spiel runter. Oh, er kam noch relativ stark, ne? Dafür, dass er aus dem Stand geschossen war.
Ja. Erst einmal die ganzen Angriffe hier relativ harmlos. Aber die Gegner auch noch harmloser, deswegen verwalten wir hier erstmal unser 1 zu 0. Nein, oh, der war schlechter Pass. Ja, klar, den kann er natürlich sofort mitnehmen. Ein richtiger Spieler hat sich da die Beine gebrochen bei dem Ding. Oh, bin schon wieder zu weit nach hinten gelaufen. Da passe ich jetzt mal ein bisschen auf. Das war gar nichts. Und jetzt kannst du hier runterspielen. Stehen hier eigentlich relativ gut. Vorher war da gar keiner. Jetzt sind hier zwei Leute hingelaufen, die uns den Ball abnehmen wollten. Positive daran ist natürlich, dass jetzt die beiden nicht mehr wirklich frei stehen. Und ja, der Spieler, der den Ball hatte, nicht passen konnte. So, den haben wir nicht angefordert. Kriegen wir aber auch nicht. Haben wir im Abseits. Das war natürlich blöd. Das war blöd von mir. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe ein bisschen mich ablenken lassen da durch die Abwehraktionen. Gut, passen wir beim nächsten Mal drauf auf. So weit hinten zu bleiben, dass wir nicht im Abseits stehen können. Braucht ihr ja eigentlich nur immer an der Mittellinie stehen bleiben, also hinter der Mittellinie von euch aus gesehen. Und dann kann es ja kein Abseits werden, denn das beginnt erst in der gegnerischen Hälfte. So, drauf Leute. Das heißt, wir bleiben jetzt hier stehen und warten, dass etwas passiert. Und ich hoffe, es passiert etwas Positives und wir kriegen hier kein dämliches Gegentor. Aber die stellen sich auch ein bisschen doof an, muss man ja sagen. Den Ball hätte er ja eben schon gut verwerten können. Hat aber nicht getan. So, wir sollen hier oben hin. Anscheinend sind wir der linke Stürmer. Habe ich am Anfang nicht drauf geachtet, welcher Stürmer wir sind. Und da, oh, schade. Hätten wir ja beinahe hier einen richtig schönen Schuss gehabt. Abseits anscheinend auch noch. Jo. Aber wir hätten den natürlich sofort machen müssen. Der Abpraller wäre dann natürlich auch nicht so toll geworden. Also nicht so schön. Bin ja mal für schöne Tore hier, damit wir gleich Anfang des Monats mal ein paar Tore für das Tor des Monats sammeln. Da bin ich immer dafür. Kann man nie genug von haben. Im letzten Monat wurde es auch ein bisschen eng, dadurch, dass ich am Ende dann gar nicht mehr gespielt habe. Da habe ich ja vorher, oh, abseits, vorher nicht mit gerechnet, dass ich ja so viele Spiele dann nicht mit reinnehme. Ich durfte aber trotzdem so viele Spiele zusammen haben, dass ich die Tore des Monats dann doch noch raussuchen kann. Also da keine Angst, fünf Tore sind ja immer möglich. Bei 10, da würde es echt eng werden in den meisten Monaten, da ich ja zwar recht viel an FIFA spiele, aber meistens so ein bisschen auf Nummer sicher gehe und lieber ein nicht so schönes Tor habe und dafür mehr Tore schieße, als die ganze Zeit irgendwelche Galatore zu schießen. Ja, ich laufe schon wieder zu weit nach hinten. Bleiben wir doch mal jetzt hier. So, ihr geht drauf. Genau. Und dann könnt ihr hier gleich herpassen. Stehen wir nämlich frei. So, laufen wir ein bisschen. Weiter, weiter, weiter. Ah, es zählt jetzt nicht als Annahme. Das heißt, unser Pass ist trotzdem falsch gegangen. Hätte er nicht früher angehen können und dann den Ball verlieren, dann wäre die Reihenfolge auf jeden Fall besser gewesen für uns. So. Das war das. Und die zweite Halbzeit sieht eigentlich so aus, als würden wir die mal mit relativ viel Ausdauer hier auch über die Bühne bringen können. Endlich mal. Dadurch, dass ich ein bisschen sparsamer war und ein bisschen weniger gelaufen bin als sonst, ist das dann doch mal möglich. Ach, den habe ich nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Da war ich ein bisschen zu eigensinnig, klar. Aber ich dachte, dass ich da mal nach innen ziehen kann und dann abziehen kann. Dann gehen die nämlich oftmals auch rein. Aber mit dem Spieler hinter mir habe ich da nicht mehr gerechnet. Den kriegen wir nicht. Spiel weg. Ja, da kommen wir auch nicht mehr zum Decken hin. So, ihr müsstet mal drauf gehen, damit ich hier nicht als Einziger bedränge. Dann würden wir den Ball schon bekommen. So, jetzt haben wir ihn. Der war richtig gut. Der war richtig gut gemacht. Oh, aber wir verziehen das Ding und zwar komplett. Da war ja bestimmt noch mal ein, zwei Meter am Tor vorbei. Schade eigentlich. Der war richtig gut gespielt von unserem Mitspieler. Bin ich erstaunt, dass hier mal so eine Stafetten zusammenkommen. Ist ja eher selten, dass sowas mal gelingt. Ach so, ich dachte, du läufst weiter. Da musst du vorher sagen, hier, ich bleib stehen. Aber ich glaube, der wurde blockiert. Konnte deswegen nicht weiterlaufen. Oh, schade, schade.
Den hätten wir auch ganz gut gebrauchen können, den Treffer. Jo, aber es läuft, finde ich. Wir haben ganz gut Chancen. Benny Laut kommt rein. Das ist auch immer so ein Torjäger hier. Mal sehen, ob er wieder einen macht. Der war drüber. Weiter geht's. Abhaken und das nächste Tor vor Augen führen. Alles immer schon realisiert haben innerlich. Dann wird's eher was. Wenn man hier lange nachdenken muss, dann passiert eh nichts. So, oben. Nee, nicht da. Aber der kommt an. Gut, ist egal. War ein bisschen spät der Pass, oder? Kommt trotzdem noch durch. Auch das war so nicht geplant. Schieß doch! Schieß! Nein, das ist nicht wahr. Meine Güte, was ist denn hier los? Ein Gewusel hier. Und wir kriegen den Ball nicht rein. Wir hätten es hier klar machen können. So müssen wir natürlich wieder mit einem 1 zu 0 immer noch ein bisschen bangen. Ich hatte das zuletzt bei meiner privaten Trainerkarriere auch. Ich war am letzten Spieltag punktgleich mit Bayern, beziehungsweise vor dem letzten Spieltag. Und habe dann im Endeffekt eine Tordifferenz von, keine Ahnung, 35 gehabt und die hatten 52 oder sowas. Also da über die Tordifferenz kam ich da nicht mehr ran. Und dann habe ich es im letzten Spiel noch vermurkst, hatte eigentlich den sicheren Sieg in der Tasche und in der letzten Minute kriege ich so ein dämliches Gegentor. Und damit war ich dann, ja, bei einem Unentschieden, was mir nichts gebracht hat, denn Bayern hat natürlich gewonnen. Aber man hätte sich ja eventuell anders verhalten, wenn man vorher gewusst hätte, dass man das Spiel, boah, auf jeden Fall gewinnen muss bei Bayern. Also die haben das Spiel, glaube ich, minimal später gespielt als meine Mannschaft, also als Dortmund. Und deswegen wäre es vielleicht anders ausgegangen dann, wenn wir es gewonnen hätten. Beziehungsweise wenn ich es gewonnen hätte. Aber gut, mit dem Sieg war es dann auch egal, wie ich spiele, dann hätte ich auch verlieren können und hätte immer noch dieselbe Tabellenposition gehabt. Denn nach hinten ging auch nichts mehr. Bin gespannt, wie das hier am Ende ausgeht. Ich hoffe mal, dass das auch ähnlich spannend bleibt, dass wir hier nicht irgendwann absoluter Favorit sind und auf Platz 1 bleiben die ganze Zeit. Das wäre für mich ein bisschen langweilig. Aber ja, da können wir dann wenigstens noch Torjäger und so weiter und Vorlagenkönig. Dann sind wir auch noch drin. Wir sind ja momentan bei allem gut dabei. Das ist ja das Positive gerade. Am Anfang haben wir ja sehr viele Vorlagen gemacht, bevor wir dann endlich angefangen haben, mal ein paar Tore zu machen. Und ja, zuletzt haben wir auch ganz gut wieder was dafür getan. Zwei Tore in einem Spiel, das ist eine gute Sache. Und jetzt komm. Ah, verdammt. Der war im Abseits, der Tomasov. Anscheinend. Es war sogar relativ knapp, aber anscheinend war mit dem Oberkörper drüber. Nee. So, jetzt kommt, spielt. Wir haben hier Platz. Wir stehen alle hinten jetzt wieder. So, danke dafür. Den gehen wir weiter. Und da kommt er ran. Das alles andere ist erst einmal egal. Foul. Gibt's einen Freistoß? War das nicht im 16-Meter-Raum? Wann hatten der den schon geschubst? Eigentlich war der das eigentliche Foul dann im 16-Meter-Raum. Ganz klar. Aber gut. Anscheinend hat er da die erste Situation genommen, die zum Vorteil geführt hat. Und das war wahrscheinlich schon der Rempler vor dem 16er. Ich denke mal, wenn man aber so eine Situation hat, wo dann nach dem ersten Foul, was dann zur Vorteilssituation geführt hat, nochmal ein Foul hat, dann pfeift man ja trotzdem eigentlich das zweite Foul, weil man den Vorteil dann abpfeift. So macht man es ja auch, wenn man den Vorteil im Endeffekt, boah, geht da mal rauf, wenn man den Vorteil laufen lässt. Also komplett laufen lässt. So. Könntet ihr mal so ein bisschen auf den Ball gehen und so? Ich bleib hier nur stehen und warte. So, oben. Oder lauf einfach. Wenn du Platz hast, ja, lauf. Habe ich kein Problem mit. So, jetzt kriegen wir den Ball, aber können ihn überhaupt gar nicht annehmen, weil unser Spieler sich komisch wegdreht. Du spielst irgendwie nicht die Bälle, die ich haben will. So, eine Flanke oder sowas? Ne, kriegst du nicht hin. Kriegst du nicht hin. Bist du nicht für gemacht. So. Jetzt hier ein Pass. Kriegst du wenigstens eine Ecke rausgeholt. Gut, dann versuchen wir mal die Ecke, wenn wir jetzt relativ günstig stehen, kurz anzunehmen. Jo, die können wir sogar kurz annehmen. Ah, oh, das war blöd.
Warum spielt er den trotzdem lang? Ich wollte eigentlich einen kurzen Pass haben. Hat aber nicht gemacht. Oh, das wäre doch mal ein schönes Ding geworden, oder? Habe ich mal gedacht, zieh nur mal ab hier aus der dritten Reihe und forder mal den Torwart so ein bisschen raus. Der hat nämlich ein bisschen weit draußen gestanden, wie man gesehen hat, aber irgendwie kam er dann doch noch zurück ins Tor gelaufen. Ansonsten wäre das natürlich ein super Ding geworden. Tja, da wäre der Torwart auch locker rangekommen, der war nämlich zu langsam. Der Ball, so war der noch gefährlicher im Endeffekt, wenn er wieder nach vorne gekommen wäre, relativ zeitig. Hätte man da mehr raus machen können. Was war denn das für ein Pass? Was war denn das für ein Pass? Wir stehen doch hier komplett frei. So, den kriegt er aber noch, ne? Ja. Gut, 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 gut. Ah, aber da ist keiner mehr. Da ist keiner mehr. Tja, wir können ihn nur noch annehmen. Oh, was ist denn das? Ich schieße in die andere Ecke und er schießt da unten hin. Was war denn das für ein Ball? Eieieiei. Das hätte natürlich auch ein Tor sein müssen, ne? Sehen wir natürlich auch ein. Ach Gott. Hätten es hier klar machen können. So, jetzt haben wir im Endeffekt auch keine Doppelbelastung mehr durch den Pokal. Das wäre ja vorher der Fall gewesen. Ach komm. Warum spielst du denn nicht zu mir? Magst du mich nicht? So, aber irgendwann standen wir dann auch nicht mehr so gut. Und ich wollte nur noch den Ball haben. Aber ist auch egal, ne? Das Spiel ist vorbei, 1:0 nur gewonnen, aber wir haben die Vorlage gemacht und ich denke mal auch einen ganz guten Schuss gehabt. 50 Spiele haben wir jetzt abgeschlossen, 2 Beschleunigung gibt es da dafür, 1 Beweglichkeit. Fallrückzieher, das ist eine Fähigkeit, die können wir auch mal mit reinnehmen. Ballkontrolle plus 1, Reaktion plus 2, Tempo plus 2, das ist eine gute Sache, das können wir gebrauchen. Ausdauer plus 1 ist auch super. Volley ist plus 1, meine Güte, dann müssten wir hier gleich wieder auf 78 Stärke kommen. Dürfte wahrscheinlich wieder nicht mehr lange dauern. Wie war der Spieler des Spiels, wie es aussah? Und weiter geht's. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.